Fehler ist. Hi, liebe Leute. Ja, ich bin's mal wieder und heute wieder ein Meinungsvideo. Gab's schon lange nicht mehr, Marks Meinung. Und ja, auch wieder ein polarisierendes Thema, und zwar der größte EMTB-Fehler, den die Leute machen. Und ich kann das schon so aus Erfahrung sagen, weil ich seit 2015 EMTB auch fahre, weil es als Fahrtechnik-Trainer einfach wichtig wurde. Und dann privat war meine Frau, habe ich ihr eins gegeben, und dann sind wir immer in Urlaub gefahren zusammen mit dem EMTB. Das ist halt super, wenn man so ein Paar ist, wo der eine oder die eine, ist jetzt egal wer, sportlich ist und der andere zwar auch sportlich, aber nicht so Mountainbike-affin, also keinen Bock hat, sich beim Mountainbike mal so zu quälen, aber auch gerne fahren will, dann war das eine super Sache. Aber was ist denn der Fehler, den die Leute machen? Ich habe tausende Kursteilnehmer gesehen, von damals die ersten EMTB-Leute, die in den Kurs kamen, zu heute, wo es echt auch sehr, sehr viele sind, die ein EMTB haben. Ja, sieht man in Verkaufszahlen auch. Und wenn man mal unterwegs guckt, es gibt immer mehr. Ja, und ich habe jetzt hier heute das Toc-Test-Bike dabei. Und ja, damit drehe ich eine Runde und da kann man sich gut Gedanken machen. Und da kam natürlich gerade nochmal dieses Thema, was ist denn der größte Fehler, den die Leute machen? Und wenn sie jetzt EMTB, wenn sie Fahrtechnik lernen wollen, wenn sie mehr als nur breite Wege fahren wollen und wenn sie dann an Trail Spaß finden und dann auch Manöver lernen wollen. Ihr seht, das Rad hat eher so eine kurze, verspielte Geometrie, womit halt Bunny Hop und so weiter auch gut gehen sollten. Trotzdem ist es halt ein Full-E-Bike, kein Light-E-Bike, also richtig schön, auch mit dem Gewicht natürlich. Die haben immer so 20 Kilo plus, würde ich mal sagen, ne? Die normalen EMTBs mit starkem Akku, starkem Motor. Ja, und ich sage es jetzt euch mal wieder ins Gesicht, über den Bildschirm. Der Hauptfehler ist, ihr denkt zu viel darüber nach, dass ihr ein EMTB fahrt. Ich habe da schon Videos gemacht. Wie geht der Wheelie mit dem EMTB? Wie geht das, oder wie macht man es damit besser? Wheelie, Manual, Bunny Hop, Hinterrad versetzen, so die Klassiker, ne? Aber auch Bikepark, Springen. Die Räder, die sind dafür gemacht, die können richtig was wegstecken. Das sind stabile Räder. Ja. Das sind ja keine reinen, sag ich mal, für weit breite Wege. Die wollen gesprungen werden und getrickst werden und alles. Aber wer sich die ganze Zeit Gedanken macht, oh, ich bin doch früher auch Mountainbike gefahren, da habe ich so ein bisschen Wheelie geschafft und Bunnyhop und Manual oder je nachdem, was auch immer. Jetzt mit dem schweren Fahrrad. Ah, oh, geht das denn damit überhaupt? Oh, ich probiere es. Oh, das geht ja gar nicht so leicht hoch. Und dann auch noch 29er. Oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Doch, natürlich geht das. Mehr, keine andere Fahrtechnik. Einfach ein bisschen mehr Dynamik reinbringen in die Impulse. Was ich ganz an meinem Rad gemacht habe, dass ich dann ein bisschen noch höheren Lenker oder Vorbau, je nachdem. Dann konnte ich einfach, ich habe ja ein altes EMTB, was noch deutlich länger war von der Geometrie. Da musste ich mir jetzt einfach ein bisschen höher machen, dass ich auch wirklich in Manual kam. Wheelie und so war kein Thema, aber Manual. Sonst, Gewicht, ja. Denkt doch nicht so viel darüber nach. Die Leute sind immer so, oder viele sind so, ah, das Fahrrad liegt jetzt daran, ich krieg's nicht hin. Ja, klar, wenn man zum Beispiel sehr leicht ist, wenn man irgendwie ein sehr leichter Mensch ist und man hat ein schweres EMTB, dann ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Man muss aber mehr Dynamik reinbringen, gerade in den Preload, also wenn man die Federung komprimiert, bevor man halt das Vorderrad anlupft oder das Hinterrad. Und klar, wenn man jetzt sehr klein ist zum Beispiel, könnte man auch ein Mullet nehmen. Das macht dann wirklich teilweise auch Sinn, dass man halt hinten ein kleineres Laufrad fährt und vorne das große, wenn man diese, sag ich mal, beiden Welten verbinden will. Aber trotzdem, oh, die Leute denken immer nach, ich fahre eine Steilabfahrt, das Rad ist so schwer, dann ist das mit den Bremsen ja auch anders und so. Das ist gar nicht groß anders. Also ich bin ja auch schon länger dabei, unsere alten Daudelbikes, die haben auch über 20 Kilo oder 20 Kilo gewogen. Man sollte sich da nicht so einen Kopf machen, weil wenn man schon so daran geht, das nennt man die selbsterfüllende Prophezeiung und sagt, mein Bike ist zu schwer, damit geht der Wheelie nicht. Man sieht doch, die Geometrien wurden angepasst, kürzere Motoren, verspielte Geometrie, also das ist alles super. Und ich habe schon so viele Testbikes in den Kursen, dass ich gesagt habe, darf ich mal dein Rad nehmen, und oh, geht ja doch der Manual. Und dann die Kursteilnehmer immer so, oh, mein Rad kann ja ein Manual. Und ich bin ja jetzt, also ich jetzt hier als Fahrtechnik-Trainer, klar kann ich ein Manual. Ich muss dann immer auch gucken, wie viel Impuls muss ich geben. Ich bin aber kein 2-Meter-Mann, wenn mit krassen Hebeln. Ich bin auch nur 1,75, normal groß. Mir fällt das dann auch nicht bei jedem Rad direkt leicht.
Und bei manchen, die sehr lang sind, die Räder, und dann noch IMTB, dann schaffe ich auch nur 10 Meter und keinen ganzen Berg runter. Dann müsste ich mich wahrscheinlich länger dran gewöhnen. Aber ich will euch damit sagen, guckt mal, dass ihr nicht so euch im Kopf begrenzt. Mit dem IMTB, oh, kann es das oder kann es das nicht. Ich schneide jetzt noch ein paar Clips rein, wo ich mit dem IMTB Sachen mache, wo viele sagen, geht das damit überhaupt? Viel mit meinem alten IMTB, was ich immer noch gern fahre, was aber sehr lang ist von der Geometrie. In L und halt ein längerer Motor. Heute mit den modernen geht es halt echt noch besser. Ja, schreibt in die Kommentare, was denkt ihr dazu? Labert der Markt da Mist? Sollte man doch viel mehr über das Material nachdenken? Macht das den entscheidenden Faktor aus? Oder glaubt ihr auch, es ist mehr eine Kopfsache? Weil die Fahrtechnik ist auch nicht neu fürs IMTB. Es ist die gleiche Fahrtechnik. Oft ist es ein bisschen mehr Dynamik. Und über manche Dinge sollte man dann auch nicht zu sehr übertheoretisieren. Wie ist das mit den Bremsen? Muss man anders bremsen, weil das Rad schwerer ist? Überlegt doch mal, wie schwer euer Körper ist, ja? Dann habt ihr Weihnachten ein bisschen mehr gegessen über Neujahr. Und auf einmal habt ihr ein paar Kilo mehr drauf. Das macht vielleicht teilweise mehr Unterschied als jetzt die 5 Kilo Unterschied zwischen dem IMTB und dem Enduro. Klar ist die Masse dann da unten verteilt, aber eigentlich fand ich immer das ganz angenehm beim Kurvenfahren und so, hatte ich jetzt keine schlechten Gefühle mit dem niedrigen Schwerpunkt. Also habe ich jetzt keine negativen Erfahrungen mit. Könnt ihr mal reinschreiben. Danke fürs Zuhören. Jetzt kommen noch die paar Clips. Ich bin gespannt, ob ihr noch ein paar Marks Meinung Video haben wollt. Bis dann.